Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Mario Kart Double Dash. Da es nur noch zwei Folgen sind, nehme ich das Spiel jetzt noch fertig auf. Heute ist übrigens Donnerstagabend. Wir machen den 33 Punkte Cup. Und ich mache hier nicht zufallsgeneriert, weil ich muss ja hier... Ich mache es jetzt mal so rum. Und bringe das andere Auto, weil ich so lustig bin. Da freuen sie sich. Genau, das war der... das war der Special Cup, wo ich so abgekackt habe. Da habe ich genau... Wie war es denn? Da habe ich in einer Strecke habe ich übelst verloren, ne? Ja, eigentlich will ich es nicht nochmal fahren, aber hey, fuck it. Ja, Mario Colosseum, das ist hoffentlich das letzte Mal, dass ich dich fahre. Ich denke nicht, dass ich mit noch weniger als 33 Punkten abschließen werde. 5 Punkte mehr wäre schon ganz cool. Und jetzt geht es los. Mit dem Auto, das mehr auf Speed getrimmt ist, und das merkst du sofort. Das merkst du ja mal übel schnell. Den hätte ich geschickter... Oh nein. Wow. Ich war nah genug dran, dass er mich nicht getroffen hat. Was hast du eigentlich für Komplexe, ey? Nein. Okay, es wäre egal, ob ich ihn erwischt hätte. Das war mir klar, wie der an mir vorbeigeflogen ist. Das war mir absolut klar. Mein Item. Da ging der Versuch, ein Item zu holen, wohl nach hinten los. Und Mario geht mal wieder fremd. Mario mag fremd. Oh. Ja, ich glaube mal, ich stelle mich nicht so schlecht an wie letztes Mal, wo ich einfach gefickt wurde. Das ist jetzt nicht so hilfreich, aber danke, ich werde versuchen, es einzusetzen. Man geht halt hier das Risiko ein, dass ein Blitz kommt. Das ist halt immer das Problem. Sogar getroffen. LOL. Bitter für die. Ihr Wichser. Ihr Scheißwichser. Da kriegst du einmal die Banane. Hallo? Da schubst du mich an. Liebevoll. Hallo, ich bin... nicht in deine Banane gefahren. Ha! Vergiss es. Dieses eine Mal bin ich nicht so scheiße, aber die ersten zwei Punkte zu verlieren ist schon mal ein schlechter Einstieg. Fuck, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass der das hat. Ja. Alles klar. Der fährt trotzdem außenrum, ne? Das kostet den übelst Zeit. Sehr geil. Da hast du ja ein gutes Item bekommen, Buhu. Mal wieder. Ja, das ist gewonnen. Das sind ja schon mal 10 Punkte. Die nehme ich gerne mit, in der Hoffnung, dass ich es diesmal tatsächlich schaffe. Mit dem Auto geht das tatsächlich... Also der Grüne fährt sich irgendwie auf einmal besser als der Graue. Früher konnte ich mit dem Grauen sehr gut und mit dem Grünen gar nicht. Aber der Grüne ist auf einmal besser und dadurch, dass er höheres Tempo hat, ist das richtig gut, wenn man nicht andauernd getroffen wird. Gut, jetzt kommt nochmal der Dino-Dino-Dschungel. Auch dir sagen wir damit wohl lebewohl, weil ich denke nicht, dass ich dich nochmal fahren werde. Ich denke mal, da fahre ich lieber dann nochmal den Pilz Cup in 150 CCM Spiegel. Also Spiegel, nicht 150. Oh, das war schlecht. Nachteil ist halt, ohne Buhu kriegst du am Anfang als erstes Item nicht mehr den Spiegel, den Pilz. Der fühlt sich auch lustig. Weil ich meine, mit dem Pilz konnte ich damals hier halt den ersten Save machen, ne? Oder so. Ich hätte dich jetzt abgeworfen, aber wenn du das selbst machst, okay. Das war gemein. Aber ich bin gefeit. Was?
Alter. Wie schlecht wir einfach alle sind. Aber ich bin halt der Schwerste. Mir ist es egal. Oh, oh. Oh, fuck. Dieses Ausweichmanöver hat der Himmel geschickt. So gut bin ich noch nie gefahren. Der beste Strohi aller Zeiten. So gut war er noch nie. Außer, dass er die Drifts nicht mehr auf die Reihe kriegt. Also es wird Zeit, dass ich das Spiel fertig spiele. Weil Drifts gehen echt nicht mehr. Das war sogar ganz schön knapp. YOLO, wer hat denn da diese Mega-Banane gedroppt? Muss ein ganz schöner Arsch gewesen sein. Das Coole ist, diesmal haben wir Donkey Kong als Hauptcharakter. Oder als Hauptgegner scheinbar. Ich finde das ziemlich scheiße, dass die Panzer versuchen, möglichst eine gewisse Reaktionszeitspanne reinzubauen. Es geht nicht immer, wenn man schnell genug ist. Aber wenn die so aus einem gewissen, von einer gewissen Entfernung geworfen werden, warten die immer hinter dem Auto. Ich meine, klar, reagieren ist schon cool, ne? Das wäre halt noch geiler, wenn es das nicht gäbe. So, den hau ich jetzt raus. Vielleicht droppt er noch ein lustiges, cooles Item. Dann hau ich den nochmal raus, damit kann ich leben. Also der wäre sogar zu weit Wow. Da haben sie es aber nochmal drauf angelegt. Na egal. Es sind schon mal 6 Punkte Unterschied. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es jetzt gleich ziemliche Probleme für mich geben wird. Daher gehen wir jetzt weiter. Mit Bowsers Festung. Wenn wir hier schon mal, also hier gewinnen, wäre schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Ich bin da guter Dinge, weil dieses Auto sich überraschend gut fahren lässt tatsächlich. Da wird das Meisterschaftsauto ein bisschen schwieriger nochmal. Ja, versuch's. Donkey Kong, versuch's. Nein! Hätte ich gewusst, dass der nicht das Doppel-Item nimmt. Der hat gar nichts genommen. Ah, verdammt. Bin ich ein bisschen hängen geblieben. Du Wichser! Du Wichser! Shit, das war nicht mein Ansinn. Endlich komme ich an dir vorbei. Ich sagte an dir vorbei. Ich möchte dieses Ding auf Leute werfen, die mir gefährlich werden können. Naja, wenn es halt dicke kommt, dann kommt es halt dicke. Das war mir klar. Ich möchte gerne an dir vorbei werfen. Das habe ich hiermit getan. Weil, seien wir mal ehrlich, nein! Doch. Ha. Ich habe zwar nur ein Item gekriegt, ganz ehrlich, das war's wert. So, was wirft er? Item mitgenommen, damit die das nicht kriegen. Na, das war jetzt so gut wie unmöglich auszuweichen. Der schießt wieder genau, wenn ich da bin, ne? Ja. So unfassbar unfair. Das ist so unfassbar unfair. Das ist so unfassbar unfair. Friss oder stirb, du Arsch. Das eine sage ich dir, wenn du jetzt nochmal kommst, dann kriegst du aber auf die Fresse. Ja, das kann ich auch. Und im Gegensatz zu dir kann ich nachlegen, mein Freund. Ich sag's mal so, wer austeilt, kann besser auch einstecken. So, hier kann man wie üblich abkürzen. Immerhin das ist möglich. Ja, ich nehme sie natürlich beide mit. Ich meine, ich bin gut in dem Auto, mit das keine Beschleunigung hat. Da kann ich schnell beschleunigen.
Oh yeah. Oh ja, yeah, da komme ich durch. Okay. Sehr gut. Das dürfte es gewesen sein. Und jetzt... musste das auch mal wieder sein. Bisschen Spaß muss sein. Auch ihr werdet jetzt gebadet. Eine Pflanze ist, für eine Pflanze ist das eh schön. Die braucht Wasser. Never. Wie geile Platzierung einfach. Das ist geil. Also den Goldpokal habe ich, selbst wenn ich 0 Punkte mache. Das ist nicht schlecht. Mit 30 Punkten Goldpokal auch nicht schlecht, ja. So, jetzt kommt die nochmal. Dann bin ich froher Dinge, dass mir vielleicht sogar, also die Chance auf 40 Punkte ist noch da und 40 Punkte im Spiegel, Stern ja, von wegen, im Spiegel Spezial wäre natürlich schon ein Beweis der Qualität. Ich glaube, hier werde ich wieder getrollt. Hier trollen sie nicht gerne. Oh fuck, ey. So. Ja, du Penner. Ja, alles klar. Alles klar. Ist gut, glaube ich euch. Das war Glück. Das war ganz schönes Glück. Wenn das mich erwischt hätte, dann hätte es ganz schön böse ausgesehen. So geht's noch. Da war ein Stern. Da war ein Stern. Du siehst halt auf der Strecke leider so gut wie gar nichts. Ja, ist mir schon klar. Ich höre den schon. Ich habe den schon gehört. Ja, und das war mir klar. Das war mir klar. In dem Moment, in dem... an dem Teil vorbeigefahren bin, war mir klar, dass der mich jetzt, dass jetzt ein Treffer kommen würde. Deswegen auch sicherheitshalber mal so. Das war jetzt nicht das Beste, die beste Ausbeute, aber hey. Puh. Ich liebe die Gefahr. Das war das Mindeste. Das absolut Mindeste, nachdem du zweimal über meinen Panzer drüber gesprungen bist. Das absolut Allermindeste, dass du mich nicht triffst. Da wäre der Controller aber geflogen, das sage ich dir. Ah, super. Hier tue ich mir tatsächlich schwer. Scheiße. Aber das ging jetzt nicht anders. Und die Kurve driften finde ich aber auch schwer. Verdammt. Ja, die habe ich gesehen. Nein. Ja, das ist klar. Habt ihr gesehen, wie das Ding geglitscht ist? Was könnt ihr eurer Oma erzählen? Nee, diesmal nicht, mein Freund. Fuck. Alter, ey, das ist echt nervenaufreibend, dieses Ding zu fahren. Das ist gut. Natürlich kriege ich den nicht. Ich meine, da war ja nur ein Stern. Hinter mir ist ein Stern gespawnt. Ich bin mir absolut sicher. Ich den Stern gekriegt, dann wäre ich sicher Erster gewesen. Das ist ein bisschen ungünstig. Bisschen arg ungünstig. Na, immerhin. Was mir passiert, passiert anderen auch. Und perfekte 40 Punkte ist doch eine Aussage hier. Junge, das ist ein Statement. Yo, ob du willst oder nicht. Geil. Oh, ey, Mann, war das schwer. So, jetzt habe ich noch ein einziges Rennen vor mir. Und dann ist fertig.
ein einziges Rennen, einen einzigen Cup. Heilige Scheiße. Heilige, 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 heilige. Scheiße. Und sie feiern erneut die beiden, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr einsetzen werde, außer der Zufallsgenerator pickt sie in der nächsten Runde. Aber was genau es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der dann letzten Folge Nummer 28. Heilige Scheiße, dann läuft das jetzt ja schon 29 Tage, das ist ja ein ganzer Monat, wie lange das einfach mal her ist, dass ich das gestartet habe. Wie es halt einfach schon das zweite Let's Play dieses Jahr ist, das fertig ist, ne? Krass. Gut, 11 Minuten haben wir gebraucht. Hä? Was? Ich konnte meinen Namen nicht überschreiben, ich habe den falschen Cup gefahren. Niemals. Nein! Ich bin den falschen Cup gefahren. Ich wollte doch on. Bin ich dumm? Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist mir jetzt peinlich. Aber naja, was will man machen? Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Mario Kart Double Dash. Bis dahin, Servus!